Hallo alle miteinander. Derzeit sehe ich nur eine Person, aber ich gehe davon aus, dass alle schon eingeschaltet sind. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur Sektion Kiel Roots, beziehungsweise in diesem Fall SFB 1266. Und ich möchte damit beginnen, dass wir den ersten Vortrag von Frau Kierleis und Herrn Müller zu dem Thema, was sind Transformationsdimensionen, gleich zeigen werden als Aufnahme. Dieser dauert nahezu genau eine halbe Stunde. Das heißt, hier wird sich die Diskussion wahrscheinlich in den Chat verlagern müssen, damit wir in der Zeit bleiben und der darauf folgende Vortrag in Zeit beginnen kann. Wie gesagt, sind noch, je nachdem, auf welche Uhr ich schaue, noch ein oder zwei Minuten Zeit. Ich werde jetzt einfach das Video anstellen. Genau, das dauert sicherlich einen kurzen Moment. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur Nachmittagssession hier beim Deutschen Archäologiekongress. Wir wollen uns heute Nachmittag den Forschungen des SFB 1266 widmen, Transformationsdimensionen, Mensch-Umwelt-Interaktion in prähistorischen und archaischen Gesellschaften. Wir stehen hier, das sind mein Kollege Johannes Müller vom Institut für Ur- und Frühgeschichte, ich bin prähistorischer Archäologe. Und ich selbst, Wiebke Kierleis, Umweltarchäologin und speziell Archäobotanikerin am Institut für Ur- und Frühgeschichte. Wir sind das Sprecherteam des Sonderforschungsbereichs und werden Ihnen hier eine kurze Einführung geben in unsere Forschungen im Sonderforschungsbereich Transformationsdimensionen. Ja, was sind Transformationsdimensionen? Das ist die Frage, die wir hier in diesem Vortrag, einführenden Vortrag für die Nachmittagssession beantworten wollen, Ihnen dazu einige Einblicke geben möchten. Seit 2016 forschen etwa 16 Forscherinnen und Forscher aus den verschiedensten Fachdisziplinen interdisziplinär gemeinsam unter dem Dach des Sonderforschungsbereichs Transformationsdimensionen zu gesellschaftlichem Wandel, zu sozialem und umweltbezogenen Wandel in prähistorischer Zeit. Wir sind, wie Sie sehen, eine große Gruppe von Menschen, die wirklich sehr intensiv zusammenarbeiten. Im Fokus stehen für diese Arbeiten die Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen mit ihren gegenseitigen Feedback-Mechanismen, die als dynamische Prozesse aus einer historischen Perspektive untersucht werden. Als Archive für diese Untersuchungen stehen dafür einerseits die Hinterlassenschaften vergangener Gesellschaften zur Verfügung, andererseits werden eben natürliche Archive herangezogen, wie Seen, Moore, aber ganz wichtig auch die Böden, die uns Daten liefern, anhand derer wir tatsächlich dem Ziel Transformationen, gesellschaftlichen Wandel zu identifizieren, näher kommen können. Das Ziel ist die Rekonstruktion dynamischen Wandels von Gesellschaft und Umwelt. Als Transformation verstehen wir nachhaltigen und tiefgreifenden Wandel, ausgelöst und geprägt von sozial-ökologischen Komponenten und Kräften. Und die Phasen von Transformationen sind in der Regel die Phasen von verdichteten Veränderungen, die wir identifizieren können für die Vergangenheit. Ganz wichtig für unsere Untersuchungen ist, dass wir auf verschiedenen Skalenebenen agieren. Einerseits schauen wir in räumliche Veränderungen, wir sehen Veränderungen über die Zeit und wir sehen eben auch auf sozialen Skalen die Veränderungen und versuchen eben diese verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen und dahinter zu kommen, wie Transformation eigentlich angelegt ist und welche Anatomie sie hat. In den ersten 4 Jahren haben wir intensiv geforscht bereits und wir können mittlerweile auf eine sehr umfangreiche, sehr gute Datenbasis
zurückgreifen. Darauf aufbauend wollen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren ganz intensiv daran arbeiten, nach spezifischen Mustern zu suchen, die uns gesellschaftlichen Wandel erklären. Und die Frage ist eben, gibt es möglicherweise zeitlose Parameter oder Ursachen, die für Veränderung stehen, die in verschiedensten Gesellschaftsformationen identifizierbar sind und eine allgemeine Bedeutung haben? Oder sind es doch sehr spezifische Veränderungen, die wir fassen können? Das ist unser Thema, da sind wir dran. Ja, wir sind, wie gesagt, in den räumlichen Dimensionen unterwegs. Wir haben eine in verschiedenen Regionen, die Sie hier dargestellt sehen, innerhalb von Europa, eine diachrone Perspektive, die wir bearbeiten. Wir gehen genau in die Regionen, wo wir die besten Archive antreffen, die eben von verschiedensten Seiten, von archäologischer Seite sowohl als auch von umweltwissenschaftlicher Seite, die besten Optionen bieten, damit wir dann eben wirklich exzellente Ergebnisse, wie in der ersten Phase schon geschafft, auch weiterhin generieren können. Für die zweite Phase geht es ganz gezielt darum, die ersten Case-Study-Regionen auszuweiten und ein bisschen herauszutreten und in die größere räumliche Tiefe zu gehen. Genau. Gut, wir haben einen Fokus eben im Bereich Europa, wie Sie hier ganz klar sehen können. Wir kommen und schauen aus paläoökologischer Perspektive sowohl als auch aus archäologischer Perspektive, und die räumlichen Schwerpunkte innerhalb von Europa liegen eben in Skandinavien bzw. Zentraleuropa. Wir haben aber auch das Südosteuropa integriert und den nördlichen pontischen Bereich, sowohl als auch die Ägäis und auch den westmediterranen Bereich. Wir können also sozusagen jetzt heraustreten und ein Transekt verfolgen, was im europäischen Rahmen eben überregional angelegt ist. Auf dieser Folie sehen Sie einmal den zeitlichen Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen wir forschen. Links die Zeitskala zeigt Ihnen, dass wir von etwa 15.000 vor unserer Zeit bis zur Zeitenwende verschiedene gesellschaftliche und umweltbezogene Wandel in den Blick nehmen. Das sind Transformationsprozesse, die mit der Neolithisierung zu tun haben, mit dem Aufkommen von Metallen, also ganz neuem Ressourcenkomplex. Wir schauen darüber hinaus in Urbanität, das Aufkommen von Urbanität und von komplexen sozialen, komplexen Gesellschaften. Diese Transformationsprozesse sind aus der paläoökologischen Perspektive einzuordnen in ein Zeitfenster, was vom Maiendorf bis zum Subatlantikum reicht, also wenn wir die Biozonen uns anschauen und die Bond-Events 8 bis 2 abdeckt, wenn wir jetzt aus paläoklimatologischer Perspektive schauen. Und auch hier ist es wieder so, dass wir wirklich die verschiedenen Skalenebenen integrieren, nicht nur auf einer zeitlichen Dimension, sondern sehr wohl auch auf einer räumlich-sozialen Dimension, wo es eben darum geht, von individuellen Transformationen den Weg zu finden zu lokalen Veränderungen, die aber möglicherweise eben auch globale Ausstrahlungen haben. Das heißt, wir agieren auf eben diesen verschiedenen Skalenebenen, um der Anatomie von Transformation wirklich näher zu kommen. Und Sie sehen hier eben diese Wandel, die schon teilweise schon bekannt sind, und andere, die wir jetzt aufgespürt haben, vor dem Hintergrund einer Darstellung von idealisierten sozialen Formationen, wie wir sie in Europa und im Mittelmeerraum antreffen. Und in Zartblau ist hier eben der Bereich abgegrenzt, den wir konkret erforschen. Wir, das sind, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Fachbereichen und Fächern. Das geht eben von der prähistorischen Archäologie über Geologie hin zur Bodenkunde, Umweltarchäologie und zur Informatik, Archäoinformatik. Strukturell ist der Sonderforschungsbereich so angelegt, dass wir in verschiedenen Fokusgruppen zusammenarbeiten. Im Kernbereich sind dies Fokusgruppen, die zu Transformationen sozioökonomischer Formationen arbeiten. Das sind die Bereiche B bis E, wie Sie hier dargestellt sehen, in Blau. Dort gibt es einmal die Kolleginnen und Kollegen, die zu den Hunter-Gatherer-Gesellschaften, also zu den Fischer-Jäger-Sammler-Gesellschaften forschen, diejenigen, die zu den frühen Ackerbauern arbeiten und zu den frühen staatlichen Kulturen.
gekoppelt oder ganz eng verzahnt im Austausch steht dieser Fokusbereich mit demjenigen, der zu sozioökonomischen Komponenten von Wandel agiert, wo es dann eine starke naturwissenschaftliche Ausrichtung in den Teilprojekten teilweise gibt. Das sind Klimastudien, das sind solche, die mit Boden- und Vegetationsveränderungen zu tun haben, mit Subsistenzökonomie, mit der Genetik, aber auch mit sozialen Technologien und technologischem Wandel eine ganz bedeutende Rolle spielt. Und jetzt neu in die zweite Phase gehen wir eben auch mit paläodemografischen Ansätzen hinein. Im Hintergrund zu diesen Fokusgruppen stehen zwei weitere Bereiche, nämlich einmal Theorie und Modellierung, die das Rückgrat quasi des SFB bilden, gemeinsam mit den Gruppen oder Teilprojekten, die zu Datierungen und geophysikalischen Methoden arbeiten. Und es gibt zwischen diesen Fokusbereichen intensiven Austausch, der über sogenannte Interlinking Groups gewährleistet wird. Also es gibt ein Format für intensiven Austausch, das angelegt ist, einerseits mit vorgegebenen Themen, wo jetzt in der zweiten Phase diese Mustererkennung ganz stark im Vordergrund steht, darüber hinaus aber auch offene Gruppen bestehen, wo eben Dynamiken innerhalb der Forschung befördert werden sollen und neue Fragestellungen auch entwickelt werden sollen. Gut. Das war, wie wir unsere Forschung umsetzen. Allgemeine Ziele hier nach unseren verschiedenen oder nach den Phasen von Sonderforschungsbereichen gegliedert beziehen sich zunächst oder bezogen sich in der ersten Phase ganz intensiv darauf, dass wir archäologisch-ökologische Anatomien von Transformationen entwickeln wollten, dass wir uns auseinandergesetzt haben damit, welche Parameter eigentlich für Transformationen eine bedeutende Rolle spielen. Und wir haben gesehen, dass es sehr verschiedene Transformationsanatomien gibt, in denen bestimmte spezifische Parameter wie die Demografie beispielsweise eine ganz besondere Rolle spielen, wohingegen bei anderen Anatomien oder in anderen Fallstudien tatsächlich die ideologische Komponente ein ganz starker Auslöser für Wandel gewesen ist. Das ist das, was wir in der ersten Phase angetrieben haben und auch weiterhin verfolgen werden. Es wird weiterhin zu wirklich spezifischen Transformationsprozessen geforscht werden. Und wenn wir jetzt in die zweite Phase gehen mit neuer Dynamik und einem großen Bereich neuer zahlreicher neuer PhD-Studenten, also Doktoranden und Doktorandinnen insbesondere, dann steigen wir ein, individuelle Transformationsprozesse zu vergleichen, entlang der zeitlichen, räumlichen und sozialen Skalen, um dann eben tatsächlich dahin zu kommen, spezifische Muster für Wandel zu erkennen. Das ist der Punkt, wo wir momentan am Anfang stehen und wo wir intensiv forschen. Und der Ausblick ist, dass wir wünschen, dass wir weiterhin erfolgreich sind, wie wir es bisher gewesen sind, und auch eine dritte Phase anvisieren können, wo wir dann eine allgemeine Geschichte zu Transformationsprozessen in dem Zeitfenster von 15.000 vor unserer Zeitwende eben bis zur Zeitenwende hin generieren können. Und ich möchte jetzt an meinen Kollegen Johannes Müller übergeben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir jetzt vielleicht auf die Ergebnisse unserer ersten Phase, wir laufen ja seit 2016, ein wenig eingehen. Das Wesentliche in unserem Projekt ist unter anderem die Verbindung zwischen paläoökologischen und archäologischen Daten. Und wie Sie hier möglicherweise auf der Folie erkennen können, auf der einen Seite geht es uns um eine Quantifizierung, zum Beispiel mit den hervorragenden laminierten Seeprofilen in Norddeutschland ist es möglich, jahrgenaue Datierungen zum Beispiel vom Human Impact oder von anderen Dingen zu bekommen. Auf der anderen Seite mit der aoristischen Methode bzw. mit der Bayesischen Datierung der C14-Daten ist es gleichzeitig möglich gewesen, bestimmte Erscheinungen, auf dem Bild sehen Sie links den Wandel von Bestattungssitten in der Bronzezeit, auch relativ genau zu datieren, sodass wir hier wirklich einen Vergleich vornehmen können von der Umweltsituation und der Entwicklung der Gesellschaften. Wir wollen dabei nicht verschweigen, dass wir in verschiedenen unserer Projekte eigentlich ganz hervorragende archäologische Archive auch vorfinden. Sie sehen hier unter anderem auf Fußbodenniveau die verbrannten Hausreste in der Ukraine aus der Tripolje-Zeit oder aus Südosteuropa mit entsprechenden In-situ-Befunden. Das ist etwas, was uns natürlich immer sehr beflügelt.
Eines der entscheidenden Aspekte, die in diesem Projekt wichtig sind, ist natürlich die Skalierung der Daten, die Kalibration der Daten, wie gerade schon erwähnt. Und ich möchte Ihnen eigentlich die Konsequenzen auch in Bezug auf Survey-Daten darstellen. Zum Beispiel auf der linken Seite der Folie mal ein Einblick in unser Subprojekt, das in der Westslowakei sozusagen in dem Team von Martin Vorholt durchgeführt wird. Sie erkennen möglicherweise die Hausgrundrisse hier der linearbandkeramischen Siedlung Wrable. Und aufgrund der Datierung, der Hausorientierung durch C14-Analysen von bestimmten Hausbefunden, war es möglich, die geophysikalischen Pläne sozusagen chronologisch zu erreichen und in dem Bild darunter erkennen Sie es möglicherweise, damit Aussagen zur demografischen Entwicklung in dieser Siedlung Wrable, aber auch in der anliegenden Citava-Region zu finden. Eine andere Art der Umsetzung von Chronologien ist zum Beispiel sichtbar, und das ist hier die mittlere Abbildung, einmal in Bezug auf den Menschen. Das ist eine Darstellung von Genomergebnissen des Projektes ADNA von Almut Nebel und Ben Krause-Chiora für das Galeriegrab Niedertiefenbach. Sie erkennen unter anderem, wie es möglich ist, hier praktisch Stammbäume auch zu rekonstruieren. Und gehen wir in die Umwelt. Darunter sehen Sie Duvensee, wo das Team von Wolfgang Rabbel und das Team von Harald Lübcke in der Lage waren, archäologisch, geophysikalisch und sedimentologisch eben eine Rekonstruktion der Inselentwicklung in diesem Bereich vorzunehmen. Das ist sozusagen auf dem regionalen Maßstab. Gehen wir in den überregionalen Maßstab auf der rechten Seite. Sie sehen von der Arbeitsgruppe Wiebke-Kirleis ein gerade vor kurzem veröffentlichter Artikel, der die Verbreitung von Hirse, von Rispenhirse in Europa darstellt. Und erstaunlicherweise beschränken sich diese frühen Daten auf die Bronzezeit etwa zwischen 1600 und 1400 vor Christus. Die Kombination der Daten ist also für uns etwas ganz Entscheidendes, und das mag natürlich auch die Stärke oder Schwäche unseres Sonderforschungsbereiches sein. Zur Linken mal wieder ein Beispiel, diesmal von Jutta Kneisel, die unterschiedliche Methodiken entwickelt hat, die Typveränderungen von Artefakten dargestellt in Korrespondenzanalysen in Bezug auf die Fragen von Transformation und Wandel eigentlich zu systematisieren. Es gibt dann natürlich, das ist hier im mittleren Bereich der Fall, unterschiedliche geografische, topografische Ansätze, um mit Netzwerken und Netzwerkanalysen die Entwicklung zu Regionen zu modellieren und tatsächlich rechts, manchmal gehen wir auch in den globalisierten Bereich, das ist ein Science-Artikel, in dem einmal versucht wird, Experten-Knowledge aus der gesamten Welt zusammenzuführen, um unterschiedliche Aspekte der Landnutzung zu modellieren. Aber vielleicht noch mal konkreter in die Projekte. Eine Hauptfrage, die uns beschäftigt, sind natürlich Siedlungsmuster, Veränderungen von Siedlungsmustern und die demografischen Entwicklung. Erneut auf der linken Seite in unser Slowakei-Projekt, das Sie jetzt schon partiell kennen. Die obere Kartenfolge zeigt Ihnen die Entwicklung in diesem Citava-Tal. Und es ist recht auffällig, dass im Gegensatz zum Beispiel zu Garzweiler oder zur Altenhofener Platte zunächst eine relativ disperse Siedlungsweise existiert, die dann im Prinzip agglomeriert und diese Großsiedlung Wrable den Anziehungsmoment darstellt in dieser Gegend.
In der Ukraine Tripolje-Siedlungen ab 4100 vor Christus, Großsiedlungen mit bis zu 10.000 oder 15.000 Einwohnern, 3.000 Häuser, von denen 1.700 gleichzeitig existieren, das ist natürlich etwas. Und das untere geomagnetische Bild im Zusammenarbeit die Geomagnetik mit der römisch-germanischen Kommission Frankfurt zeigt Ihnen, wie in Majdanetzke, unserem Lieblingsort in dieser Region, eben konzentrisch wie bei einer Wagenburg diese Häuser um das Innere gruppiert sind. Diese Siedlungen existieren hier in der Region Uman teilweise gleichzeitig und wir können relativ gut darstellen, wie es hier zum Aufsiedeln dieser Region kam. Mit dieser Anziehungskraft dieser Siedlungen, dieser städtischen Siedlungen im Prinzip schon für die umliegende Bevölkerung und dann allerdings um 3700 vor Christus eine Art Kollaps existiert. Im norddeutschen Raum, im baltischen Raum, im westbaltischen Raum wurden unterschiedliche Siedlungsgrabungen durchgeführt, die auch hier zeigen, wie es bestimmte Siedlungen gibt, in denen die Bevölkerung im Laufe der Generationen zunimmt, um dann zum Beispiel etwa um 2900 vor Christus in Oldenburg-Donau aufgegeben zu werden. Und kleinere Siedlungen wie in Brodersby wurden von Jan Piet Brozio ergraben. Aber, und das ist ein Punkt für die zweite Phase, in dieser dänischen Südsee, wie wir es hier bezeichnen, also in diesem in den südlichen dänischen Inseln und den Bereichen von Westjütland gibt es mit Store Valby sehr große Siedlungen offensichtlich. Das muss noch untersucht werden, aber das sind Fundverteilungen, die teilweise bis zu über 30 Hektar ausmachen. Das ist etwas ganz Besonderes, was aufkommt und dann relativ schnell wieder verschwindet. Und auch da müssen wir uns dem nehmen. Klima ist natürlich eine ganz entscheidende Frage und was spielt Klima für eine Rolle in diesen Transformationsprozessen? Unsere Antworten sind unterschiedlich. Dem Timo und Mara Weinelt ist es zum Beispiel für den iberischen Raum gelungen nachzuweisen, dass aufgrund der Veränderungen wahrscheinlich des 4.2-Events, also dieser Klimaverschlechterung um 2200 bis 2100 vor Christus, Klimaflüchtlinge entstanden sind in dieser angreifbaren Landschaft, aus der angreifbaren Landschaft in Westiberien und sich Richtung El Agar, also Richtung Südostiberien, bewegt haben. Ganz anders in der Zentralukraine, bei unseren Megasites und Tripolje-Fundstellen. Es gibt auch aufgrund der Modellierungen unterschiedlicher SFB-Mitglieder, Stefan Dreibroth, Wolfgang Hamer, Marta Del Corso, es gibt René Ohlrau, es gibt hier keine Hinweise darauf, dass die Carrying Capacity, die Kapazität dieser fruchtbaren Gegend irgendwann mal erreicht oder gestört worden ist, sodass hier die Bevölkerung oder die Bevölkerungsentwicklungen und die Entwicklungen der Kulturen sicherlich nicht sehr stark von klimatischen Ereignissen beeinflusst worden sind. Das trifft zumindest nach unseren Erkenntnissen auch erneut im westlichen Ostseeraum zu. Im Oldenburger Graben, hier auf der Vogelfluglinie, die Sie vielleicht kennen, haben die Modellierungen wieder trotz der erheblichen Veränderungen, die in Bezug auf die Wirtschaftsweise zum Beispiel zwischen 4000 und 1000 vor Christus vorliegen oder auch in den Fundverteilungen, darauf hingewiesen, dass das Potenzial dieser Region in Bezug auf Subsistenzwirtschaft nie ausgeschöpft war und es andere Gründe gegeben haben muss für die Veränderungen, die wir archäologisch feststellen können. Welche sind das? Und das ist etwas, was uns natürlich im SFB stark bewegt. Was für politische, soziale Aspekte gibt es, die zum Beispiel solche Transformationen bewirken?
Wir können das nur ansatzweise darstellen, erneut in das linearbandkeramische, in die linearbandkeramische Westslowakei, in der Zentralsiedlung Vrable, erkennen wir, wie nach mehreren Generationen die hier dargestellten drei Nachbarschaften offensichtlich in ein gewisses Ungleichgewicht geraten, Konflikte auftauchen und die südöstliche dieser Nachbarschaften dort Schwierigkeiten bekommt, sodass von ihr Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ein Grabenwerk wird errichtet, mit dem man sich von den anderen Bewohnern der Großsiedlung abgrenzt. Im Grabenwerk kopflose Bestattungen, rituelle Dinge, die hier ablaufen. Das unterbricht den Weg hin zu einer Ungleichheit zwischen diesen Nachbarschaften. Man kommt mehr oder weniger wieder in so einem Equilibrium. Aber trotzdem im Rahmen dieser ganzen Konflikte, die sich dort offensichtlich abspielten, nach diesem erheblichen Bevölkerungszuwachs geht die Siedlung dann unter. In der Ukraine, und das wurde vor allen Dingen von Robert Hoffmann dargestellt, wir haben dort einerseits bei diesen großen Siedlungen die normalen Häuser, andererseits die sogenannten Megastrukturen, große Häuser, große eingefärbte Bereiche, teilweise 700 Quadratmeter groß, die es in unterschiedlichen, in drei oder vier unterschiedlichen Größenklassen gibt, von klein bis groß. Es sind wahrscheinlich Clubhäuser oder Assembly Halls, Versammlungshäuser, in denen die Entscheidungen getroffen werden zwischen benachbarten Haushalten, zwischen Quartieren oder auch für die Gesamtsiedlung. Und wir können im Laufe der Zeit heißt hier nach ungefähr innerhalb von 10, 12 Generationen feststellen, dass eine Reduktion der Anzahl dieser Versammlungshäuser da ist und eigentlich nur noch ein großes Haus am Ende der Siedlungsentwicklung besteht. Das heißt, hier finden Zentralisationsprozesse der Entscheidung statt und das ist etwas Managementprobleme. Diese Studie, die ist populär sehr aufgenommen worden im nicht deutschsprachigen Raum oder es sind sozusagen Entscheidungsprozesse, die in diesen Großsiedlungen nicht gelöst wurden und dann wahrscheinlich zum Kollaps führten. Dagegen konnte Jutta Kneisel mit ihrem Team durch die Ausgrabungen, intensive stratigraphische Beobachtungen und Auswertungen erstmals eigentlich darstellen, wie solche Grabhügel, spätneolithisch-bronzezeitlichen Grabhügel, Kontinuitätslinien darstellen mit unterschiedlichen rituellen Aktivitäten, die natürlich politisch signifikant sind und die aber Traditionsbilder bilden für diejenigen, die dort aktiv sind und damit in diesen Veränderungsprozessen, die es natürlich gibt, eigentlich keine so extremen Transformationen darstellen, wie das sonst oft der Fall ist. Gut, als Archäologie sozusagen, als kulturanthropologische Wissenschaft oder als Geschichtswissenschaft oder Paläoökologie als ökologische Wissenschaft, die mit Umweltveränderungen zu tun hat. Wir binden oder versuchen es zumindest, unsere Ergebnisse, die für sich natürlich in den einzelnen Grabungsregionen oder Analyseregionen stehen, zu synthetisieren und dann, das ist ja der Sinn von so einem größeren Verbundprojekt wie so einem Sonderforschungsbereich, und dann einzubinden in Aspekte, die uns auf die Veränderungen hinweisen. Sie sehen hier in diesen beiden Darstellungen links im Prinzip dieser Kopf über der Landschaft mit sozusagen relationalem Modell, wo unterschiedliche Faktoren zusammenspielen und für diese Veränderungsprozesse verantwortlich sind. Das erfordert natürlich die transdisziplinäre Kollaboration zwischen den Kulturwissenschaften, verschiedenen Naturwissenschaften und auch unseren Lebenswissenschaften.
Und auf der anderen Seite rechts diese bunte, aber doch etwas konservativere Darstellung. Das ist eigentlich so das Prinzip, was wir ja in der Ökologie schon seit den 60er Jahren kennen. Diese Wechselbeziehung zwischen Environmental Context, also Umwelt, und soziokulturellem Kontext, etwas überbetont, diese Dichotomie, von der geht heute eigentlich kaum noch jemand aus. Da sind wir natürlich dann auch am Entwickeln neuer Modelle. Es fällt uns trotzdem schwer, aber es gelingt uns eigentlich ansatzweise ganz gut, jetzt in den unterschiedlichen Zeiten, wo wir Untersuchungen, in Anführungszeichen, am Laufen haben, festzustellen, was nun kennzeichnend für Zeiten des beschleunigten Wandels sind, also für Transformationen sind, die auch irreversibel erscheinen. Ich möchte die Grafik hier jetzt nicht genau erläutern. Sie können das auch auf unserer Homepage nachlesen. Wir versuchen, ideologische, religiöse oder Muster der Siedlungsentwicklung oder ökonomische Gründe oder Umweltgründe bei diesen Transformationen sichtbar zu machen. Sie erkennen, oft gibt es von jedem etwas dabei, aber es gibt auch einige Transformationen, wo zum Beispiel nur ideologische oder politische Veränderungen eine Rolle spielen. Gut, jetzt kommen die Vorträge. Ein solches großes Verbundprojekt, in dem ja hier im Bereich der Universität und im Zusammenhang natürlich auch am Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie sehr viele Menschen zusätzlich angestellt worden sind, so ein Verbundprojekt. So Sonderforschungsbereiche können ja nur die Universitäten beantragen, muss kollegial und zusammenarbeiten. Dieses maschinelle Bild, das irgendwann einmal Jutta Kneisel sozusagen entworfen hat, zeigt Ihnen aber, glaube ich, ganz schön, wie man durchaus zu synthetisierten Ergebnissen durch gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Ausgraben, gemeinsames Interpretieren, gemeinsame Diskussionen kommen kann und natürlich gemeinsame Publikationen. Ja, meine Damen. So I'm sorry for the bad quality of the video. And as you may saw, Mrs. Kierlei has already put a link to the original video into the chat. You can download it there and rewatch it and actually see the pictures. And because we should keep the time, I will hand over to my colleague Sonja Grimm. She will present to the topic. Oh, Entschuldigung, dass ich schon wieder auf Englisch gewechselt bin. Klimawandel, Transformation und Pioniere in Nordeuropa am Ende der Eiszeit. Ja, Sonja, dann bitte, ich übergebe an dich. Funktioniert alles oder brauchst du? Nein, ich kann ihn nicht freischalten. Ich musste mich nochmal gerade freischalten. Mir wurde gesagt, ich muss dich nicht freischalten. Ich finde dich unter Sonja. Das tut mir natürlich leid. Ich wusste es noch nicht. Habe ich dich zum Co-Host gemacht? Ja, jetzt kann ich es auf jeden Fall. Dann warte ich noch. Hervorragend. Seht ihr? Alles klar. Ja, ich versuche es auch schnell zu machen. Mein Name ist Sonja Grimm. Ich komme vom Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie und möchte Sie heute in die späte Eiszeit entführen. Oder einführen, und das zunächst anhand von Karten, die wir gemeinsam mit unserem Nachbarprojekt B2, das die Frühholozän-Wildbeute untersucht, entwickelt haben. Das sehen Sie hier oben, das kleine Icon, das wird Ihnen noch ein paar Mal in dieser Präsentation passieren, wenn wir Kooperationen mit unseren Nachbarprojekten
gemacht haben. Ja, seit dem letzten glazialen Maximum, kurz LGM, hat sich Europa grundlegend verändert. Durch die großen Gletscherfelder war Wasser gebunden, was den Meeresspiegel um über 120 Meter zum heutigen absinken ließ. Und gerade im flachen Nordseebecken eine Landbrücke zu den britischen Inseln schuf. Unsere Untersuchungsregion hier im roten Rahmen in Norddeutschland und Dänemark war zu diesem Zeitpunkt noch teilweise von dem großen skandinavischen Inlandeis bedeckt. Mit dem Abschmelzen dieser Gletschermassen beginnt sich im Osten wohl schon seit etwa 14.000 vor Christus die Ostsee, zunächst als Schmelzwassersee, the Baltic Ice Lake, herauszubilden. Dessen Wasserstand stieg im frühen spätglazialen Interstadialkomplex so hoch an, dass er über den Öresund läuft und so an die Weltmeere angeschlossen wird. Das war nur möglich, da zu Beginn des spätglazialen Interstadials die Gletscher sich bereits nach Südschweden zurückgezogen haben. Die Landschaft in Norddeutschland und Dänemark wird jedoch weiterhin von glazialen Hinterlassenschaften wie Toteislöchern und Schmelzwasserseen in glazialen Rinnen charakterisiert. Auch wenn dieser Beginn dieses insgesamt etwa 2000 Jahre andauernden Interstadials in unseren Klimaproxys extrem abrupt und schnell wirkt, war die Entwicklung in der Umwelt insgesamt eher graduell. Und letztlich durch die starken klimatischen Schwankungen innerhalb des Interstadials gekennzeichnet. Diese sorgten immer wieder für Biomsverschiebungen im Norden. Zunächst entstand hier eine erste Tundrenlandschaft, die mit der zunehmenden Feuchtigkeit und Wärme auch zunehmend von Pionierpflanzen wie dem Sanddorn besiedelt wurde und so stärker verbuschte. Auch Vögel und Säugetiere wie das Rentier kehrten hier in diese sich entwickelnden Landschaften zurück. Und mit ihnen kamen wohl auch die ersten Menschen. Dazu dann später mehr. Der verbuschten Tundra folgte eine lichte Waldlandschaft von Süden, die anfangs von Birke, später in einigen Bereichen von der Kiefer dominiert wurden. Hier treten vor allem Vertreter lichter Wälder, aber auch insbesondere von wassergeprägten Landschaften auf, wie der Elch oder der Biber. Zudem kam es mit dem Abschmelzen der Gletscher und der damit einhergehenden Entlastung der Drucklast auch zu Landhebungen, wodurch die Verbindung zu den Weltmeeren im Osten abbrach und sich der Binnensee formte, der Binnensee erneut formte. Durch den weiteren Rückzug der Gletscher konnten dieser Stausee sich in Mittelschweden über den Vänernsee einen neuen Durchbruch suchen. Mit der letzten Kaltzeit, der sogenannten jüngeren Dryas oder Dryas III, breitete sich für fast 1000 Jahre erneut ein Tundrenbiom über das nördliche Europa aus. Durch einen erneuten Vorstoß der Gletscher vereiste der Durchbruch des Stausees und der Wasserstand stieg in einem Binnensee abermals. Zum Ende der Kaltzeit konnte sich aber erneut im östlichen Dänemark ein Weg zum Weltmeer bahnen, und wodurch der Wasserspiegel innerhalb weniger Jahre um 25 Meter fiel. Mit diesem deutlichen Abfall und der zunehmenden Sedimentation wurde erneut Wasser angestaut, das nun als Joldia-Meer bezeichnet wird. Etwa zur selben Zeit, vor etwa 11.700 Jahren, begann dann mit einem abrupten Temperaturanstieg um etwa 10 Grad in weniger als 100 Jahren unsere heutige Warmzeit, in der das Tundrenbiom abermals von zunächst lichten Waldlandschaften nach Norden zurückgedrängt wird. In den letzten Jahren belegen mehr und mehr Studien, dass der Klimawandel in der hier beschriebenen Zeit nicht nur in den Klimaproxys rasant umschwang, sondern dass auch die damit einhergehenden Landschaftsveränderungen, wie eben in dem östlichen Eisstausee, oftmals innerhalb eines Menschenlebens deutlich spürbar waren. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, fallen einige der großen Ausbreitungsbewegungen wie die Besiedlung Amerikas oder auch das Vordringen in arktische Regionen in diese Zeit. Die Frage nach diesen Pionieren, die ins nördliche Europa vordrangen, beschäftigt unser Projekt im Rahmen des SFBs Transformationsdimensionen. Denn ist die Durchsetzung einer neuen Lebensweise ohne Pioniere überhaupt vorstellbar? Stehen nicht Menschen, die in eine neue Region vorstoßen oder auch Innovationen anstoßen und durchsetzen am Anfang allen Wandels? Für das spätglaziale Nordeuropa wussten wir schon recht genau, ab wann diese ersten Pioniere in den Norden kamen
Und wir erkannten auch bereits die grobe chronologische Abfolge verschiedener archäologischer Kulturgruppen. Aber die Übergänge sind in den meisten Fällen unklar und so wussten wir bisher nur wenig über die Transformation innerhalb des Spätglazials, außer dass es 4 Phasen gab, in denen diese Transformationen stattfanden. Zudem stellten wir uns aber auch ganz allgemein die Frage, ob das Spätglazial nicht nur eine sehr langsame Transformation auf einer übergeordneten Ebene darstellt, in der die Großwildjäger der jungpaläolithischen Tundrenlandschaften zu den haselnusssammelnden Waldbewohnern des Holozäns werden. Um diese Fragestellung nach den spätglazialen Transformationen zu folgen, haben wir zunächst bekannte Fundregionen in Norddeutschland herausgesucht, in denen mehr als eine Kulturgruppe vorkam und wo auch systematische Ausgrabungen bereits stattgefunden haben. Wie man an der Karte sieht, verteilen diese sich nicht gleichmäßig über Schleswig-Holstein, sondern sind eher in den Altmoränen und der Geest zu finden. Durch die letzten beiden großen Eisvorstöße ist Schleswig-Holstein von Osten nach Westen grob 4 geteilt. Die orangenen Flächen ist das vom letzten Eisschild überfahrene Gebiet. Hier sprechen wir meist von den Jungmoränen. In diesen fanden sich vor allem die glazial geprägten Landschaften von Toteislöchern und Rinnenseen. Das braune Band hier stellt die Hinterlassenschaften der letzten großen Kaltzeit dar, die wir als die erwähnten Altmoränen bezeichnen. Zwischen diesen beiden erstreckt sich hier grün eine ausgewaschene Sanderfläche, die wir als Geest bezeichnen. Westlich der Altmoränen schließt sich die jüngste für das Spätglatz, die jüngste Landschaftstyp an, die Marschen. Diese sind von der heutigen Nordsee geprägt und für die spätglaziale Archäologie zumeist fundleer, da die Hinterlassenschaften entweder unter meterhohem Sand begraben sind oder durch die Bewegung des Meeres abgegraben wurden. Doch auch im Gebiet der Altmoränen und der Geest finden sich in manchen Bereichen, zum Beispiel hier unten in Gelb, hohe Decksandschichten, die im Laufe des Spätglazials angeweht wurden. Insbesondere in Alt-Duvenstedt schützen solche Schichten die archäologischen Fundkonzentrationen. Neben diesen 5 Fundregionen konnten wir mit einem Fundplatz bei Tüste im Gebiet des Horsensmuseums schon in dieser Phase unseren Fokus um das westdänische Gebiet erweitern und eine Fundregion aus den Jungmoränen unseren Untersuchungen hinzufügen. Neben archäologischen Funden lieferte das Toteisloch auch ein hervorragendes Archiv des späten Interstadialskomplexes. Ebenso konnten wir im Laufe unseres Projektes noch zahlreiche Umweltarchive in Schleswig-Holstein ergänzen, die auf den Nachlass des Paläontologen Hartmut Usingers beruhen. Damit wir schon in einem wichtigen Teilaspekt unserer Untersuchung von Mensch-Umwelt-Beziehungen sind, nämlich der Umwelt. Insbesondere Sascha Krüger erarbeitete viele wichtige Ergebnisse für seine Doktorarbeit zu Late Glacial Environmental Transformations in Northern Europe, evidenced by High-Resolution Paleontology and Tephrochronology from Lake Burling and the Nahe Paleolake. New insights into terminology, vegetation development and human environmental interaction. Dies war ihm vor allem möglich, weil er aus dem Nachlass Hartmut Usingers ein perfektes Archiv herausarbeiten konnte. Im heutigen Tal der Rönne bei Nahe hatte sich im Spätglazial ein Rinnensee gebildet, an dessen Ufern nachweislich Jäger der Ahrensburger als auch der Hamburger Kultur lagerten. Aus dem See tiefsten des Paläosees konnte ein 16 Meter langer Kern erbohrt werden, der in den unteren Metern eine durchgehende Sequenz vom ausgehenden Pliniglazial bis zum Atlantikum enthält. Das Zeit-Tief-Modell konnte hier neben 14C-Daten an Makroresten auch über einen laminierten Abschnitt während des Alleröl, also dem zweiten Teil des Interstadialkomplexes, und mit 3 Tephren abgesichert werden. Neben der frühholozänen Saxonawarten-Tephra und der Wedderesch aus der mittleren Dryas konnte hier auch erstmals in Schleswig-Holstein die Lacher See-Tephra geochemisch nachgewiesen werden. Sie ist einer der wichtigsten europäischen Chronomarker vom Ende des spätglazialen Interstadialkomplexes. Nahe schlägt zudem die Brücke zwischen anderen bekannten Umweltarchiven wie dem Hemelsee in Niedersachsen, hier in der Karte grün umrandet, und Slotzeng im südlichen Jütland, ebenfalls grün umrandet.
Im Vergleich der vereinfachten Pollenprofile zeigt sich dieser Brückenschlag, zum Beispiel durch zeitlich versetzte Ausbreitung verschiedener Biome im Spätglazial, wie dem Einwandern der Baumbrücke. Hier, hier, hier. Doch es zeigt sich nicht nur eine zeitversetzte Entwicklung. Während sich in Niedersachsen noch eine Waldlandschaft in der zweiten Hälfte des spätglazialen Interstadials ausbreitet, hier gekennzeichnet mit C, finden sich in Norddeutschland nur eine dicht bewaldete Landschaft, gekennzeichnet mit B. Und in Südjütland nur eine sehr licht bewaldete Landschaft, A. Schleswig-Holstein liegt also genau innerhalb dieses Südgradienten, sodass wir im Spätglazial hier die hochauflösenden Archive nahe archäologischer Fundstellen benötigen, um tatsächlich festzustellen, in was für einer Umwelt die Menschen lebten. Sascha Krüger sucht im Archiv von nahe nach paläontologischen Hinweisen auf die Anwesenheit des Menschen. Er wählte mikroskopische Holzkohlepartikel als primäres Signal. Dieses muss aber gegen mögliche andere Ursachen wie Waldbrände und die taphonomische Entwicklung der Stratigraphie abgewogen werden. So führte er eine Ansammlung von Holzkohlepartikeln im Anfang der jüngeren Dryas, zum Beispiel auf das Abbrennen hier in diesem Bereich, auf das Abbrennen von sterbenden und toten Wäldern zurück. In der späten jüngeren Dryas und im frühen Präboreal dagegen weist ein deutlicher Anstieg in allen Holzkohlefraktionen einen vielversprechenden Peak auf, der möglicherweise mit der Anwesenheit von Ahrensburger Ringträgern einhergeht. In dieser Phase findet auch ein Peak von NPPs, Nicht-Pollen-Palynomorphe, die mit Korbprofil und Pilzsporen assoziiert werden. Hier zu sehen. Solche Pilze wachsen auf Dung und eine Erklärung für ihren deutlichen Anstieg ist, dass Rentiere häufiger, länger oder in größerer Zahl vor Ort waren und ihren Dung hinterließen. Womöglich kam es zu dieser vermehrten Ausscheidung in der Umgebung des Paläosees, weil die Tiere unter Stress standen während menschlicher Treibjagden. Tatsächlich fanden sich vom Menschen bearbeitete Rentierknochen im Uferbereich des Sees. Nach den 4 vorhandenen Radiokarbondatierungen stammen diese aus verschiedenen Phasen der Dryas III. Doch das deutliche Signal im Bohrkern weist auf eine intensive Phase am Beginn des Holozäns. Und tatsächlich zeigt auch im bekannten Stelmor-Profil von Schüttrumpf aus dem Jahr 1943, wenn man dieses nach heutigen Standards analysiert, dass die letzte von verschiedenen Fundkonzentrationen der Ahrensburger Kultur in das frühe Holozän fällt. In Stelmor wird dies auch durch eine Vielzahl von Radiokarbondatierungen unterstützt. Dies entspricht auch einer Studie zu den Radiokarbondaten für den Übergang vom Paläolithikum zum Mesolithikum. Diese kam ebenso zu dem Schluss, dass unsere Transformationsphase 4, also von der spätpaläolithischen Lebensweise zum mesolithischen Lebensstil, in Norddeutschland erst irgendwann in oder zum Ende der sogenannten präborealen Oszillation anzusetzen ist und die klassische Synchronisation, den Übergang vom Paläolithikum zum Mesolithikum mit der Pleistozän-Holozän-Grenze gleichzusetzen, hier nicht haltbar ist. Damit unterscheidet sich der Norden jedoch vom Süden, wie der Kölner Bucht, wo dieser Übergang tatsächlich eher mit der Pleistozän-Holozän-Grenze zusammenfällt. Vielleicht haben wir hier wieder einen Hinweis auf die Umweltsukzession und eine Bindung der spätpaläolithischen wie auch der mesolithischen Lebensweise an ein bestimmtes Habitat. Für die Transformationsphase 2 konnten wir ähnliche Ergebnisse für den Übergang von Havelte-Gruppe und Federmessern herausstellen. Die Umwelt an diesem Übergang entwickelte sich vom Süden her und zu einem lichten Wald, wie der Anteil von Baumpollen und Nicht-Baumpollen für den zweiten Teil des spätglazialen Interstadials andeutet. Da schauen wir auf den Vergleich von Zlotzeng und dem Himmelsee hier oben. Zeigt sich im Norden vor allem die Zwergbirke für diesen Anstieg verantwortlich ist und wir so immer noch mit einer sehr offenen Landschaft ausgehen sollten. Doch wo liegt die Grenze? Sascha Krüger hat einmal zusammengestellt, wo er tatsächlich makroskopische Reste der Baumbirke in dieser Zeitphase finden kann und etwa auf der Höhe des heutigen Nordostseekanals schien in dieser Zeit eine Grenze zu verlaufen.
Südöstlich dieser Grenze müssen wir in dieser frühen Zeit also bereits mit ersten lichten Wäldern rechnen. Nordwestlich davon sind es immer noch offene Landschaften. Interessant ist das vor allem, da wir vom Fundort Ahrenshöft LA 58, also hier oben, ein Pollendiagramm und ein sehr junges Radiokarbonalter aus einer Fundkonzentration der Havelsche Gruppe haben. Und ähnlich alte Radiokarbondatierungen aus Alt-Duvenstedt und Klein-Nordende waren mit Artefakten der Federmesser-Gruppen verbunden. So scheinen wir auch hier zwei an verschiedene Habitate gebundene Gruppen ausmachen zu können. Doch wie ist das Verhältnis der Gruppen zueinander? Dazu untersuchte Tobias Reuter, ehemals Burau, in seiner Magisterarbeit lithische Funde aus Ahrenshöft LA 58D und aus Klein-Nordende. Gemeinsam mit den Ergebnissen aus den Doktorarbeiten von Mara Julia Weber und von Markus Wild zeichnet sich darin ein deutlicher Bruch in den Vorgehensweisen zur Herstellung lithischer wie auch organischer Artefakte zwischen den Traditionen der Hamburger Kultur, also klassische Hamburger und Havelsche Gruppen, zu der Federmesser-Gruppen ab. Dieses deutliche Abbrechen vieler Verhaltensweisen deutet wohl auf einen Austausch als eine Annahme- oder Adaptionsprozess hin. Anders erscheint dies in der Ankunft der Hamburger Kultur, also unserer Transformationsphase 1. Hier konnte Mara Julia Weber bereits in ihrer 2012 erschienenen Doktorarbeit eine relativ enge Bindung der Hamburger Technologie zu der des französischen Magdalénien aufzeigen, mit nur graduellen Unterschieden. Wie wir hier auch am Beispiel von Poggenwisch, zum Beispiel die Benutzung des Schlagsteines, sehen. Auch in den Werkzeugformen ähneln sie sich deutlich. Insbesondere die spätmagdalénien-zeitliche Fazis Sepoir Massangis, die auch geknickte und gekerbte Spitzen aufweist, ähnelt der Hamburger Fazis des Magdalénien. Springen nun wieder zur Transformationsphase 3 und der frühen Ahrensburger Kultur. In Alt-Duvenstedt haben wir neben einem sehr alten Federmesserfundplatz auch eine Konzentration der Ahrensburger Kultur, die stratigraphisch und durch Radiokarbondatierung an das Ende des spätglazialen Interstadials datiert. Hier konnten zwei Fundkonzentrationen, LA 121 und LA 123, durch Zusammenpassungen verbunden werden, was auf differenzierte Arbeitsbereiche hindeutet. Auch in LA 21 selbst konnten unterschiedliche Werkplätze ausgemacht werden. Ein Schlagplatz, an dem zahlreiche Klingen aus Rohstücken, das ist dieses hier, das ist der Befund, war hier vorhanden. Diese wurde da, auch von diesen Klingen wurden dann in einigen Metern Entfernung Werkzeuge hergestellt, wie zum Beispiel auch diese kleine Stielspitze hier, hier und auch dort zu sehen. Diese wurde dann zur Jagd genutzt, wie eine Aufprallbeschädigung hier oben zeigt. Nach der Jagd kam man zu dem Platz zurück, tauschte die kleine Spitze wohl gegen eine andere am Feuer sitzend aus, hier, und verließ den Fundplatz wieder. Es zeichnet sich also eine relativ kurzfristige Belegung dieses Platzes ab. Anders vermutete man dies für zwei von Alfred Rust ausgegrabene Ahrensburger Inventare am Fundplatz Borneck, der im Norden des Ahrensburger Tunneltals liegt. Es ist eine der wenigen Grabungen, bei denen Rust auch die Fundlage zumindest nach Quadratmetern aufnahm. In seinem östlichen Grabungsareal fand er drei Fundkonzentrationen, von denen zwei, Nord und Ost, der Ahrensburger Kultur zugeordnet sind und eine weitere den Federmesser-Gruppen. Felsgesteinansammlungen interpretierte Rust als Zelteinfassung, weshalb hier eine längere Belegdauer angenommen wurde. Doch neue Untersuchungen von Moiken Hinrichs im Rahmen ihrer Magisterarbeit schließen dies aus. Da die durchgeführten Zusammenfassungen keine eindeutigen Begrenzungen durch diese Strukturen zeigen. Zudem weisen diese vielen Zusammenfassungen innerhalb der Quadratmeter, die hier der Lesbarkeit zuliebe nicht gezeigt werden, darauf hin, dass es zu relativ wenigen postsedimentären Verlagerungen kam. Dies also nicht als Argument für die Zugehörigkeit zu irgendwelchen Zeltgrundrissen gewertet werden kann. Die beiden Konzentrationen erscheinen unabhängig voneinander und ihre Ausprägung durchaus unterschiedlich und auch weniger komplex als die Konzentrationen in Alt-Duvenstedt. Auch die Technologie stellte Moiken Hinrich zwei verschiedenen Ansätzen zu,
die aber letztlich statistisch zu einem sehr ähnlichen Ergebnis führten. Dennoch erscheinen sie kaum wie zusammenhängende Ereignisse. Leider konnten wir aufgrund fehlender organischer Funde keine Radiokarbon-Datierung erfolgen und stratigraphisch überlappen diese Konzentrationen auch nicht, sodass das zeitliche Verhältnis der beiden zueinander ungeklärt bleibt. Aber sie liefern einen kleinen Einblick in die Siedlungsdynamiken der späteren Ahrensburger Fundplätze und deuten auf eine gewisse Variabilität hin. Betrachten wir die allgemeine Verteilung aller Fundplätze in unserem Untersuchungsgebiet, so lässt sich die Ausbreitung der klassischen Hamburger Kultur hier links oben in das Gebiet von Schleswig-Holstein und Dänemark zunächst nur bis zur heutigen dänischen Grenze erkennen und zudem eine Präferenz der Altmoränen im Westen ausmachen. Schon in der etwas späteren Havelte-Gruppe, direkt darunter, erkennt man nicht nur eine weitere Ausbreitung nach Norden, sondern auch die Eroberung der Jungmoränenlandschaften. Die Ausbreitung der Federmesser-Gruppen daneben in Blau zeigt nur eine wenig weiter nach Norden gehende Besiedlung, aber eine deutlich breitere Nutzung des vorhandenen Areals, was sich in der Ahrensburger Kultur, also ganz rechts, noch weiter zu verdichten scheint. Hier muss allerdings einschränkend gesagt werden, dass dieser deutliche Anstieg in der Zahl der Fundplätze im Vergleich zu den vorherigen spätglazialen Epochen verschiedene Gründe haben kann. Die Belegdauer der Ahrensburger ist 1000 Jahre. Die Stielspitzen sind sehr diagnostisch und daher leicht zu erkennen. Und in der jüngeren Trias hörten die Anwehungen von Decksanden auf, sodass diese Funde auch an der Oberfläche anstehen. Diese leichte Auffindbarkeit führt aber auch zu einer mangelhaften Dokumentation, weshalb wir eben wenige gute Beispiele von Fundplätzen der späten Ahrensburger Kultur haben. Wir könnten also neue und gut gegrabene Fundstellen gut gebrauchen. Um solche zu finden, arbeiten wir mit unseren Kollegen aus der Geographie zusammen, die sich intensiv mit Landschaftsmodellierung und Vorhersagen möglicher interessanter Bereiche beschäftigten. Die übliche Vorgehensweise bei solchen Predictive Models, dass man ausgehend von den vorhandenen Fundstellen ablesbaren Präferenzen etwas über die Datenlage aussagen kann, ist bei diesen wenigen Funden sehr nicht erfolgsversprechend. Da sie über eine große zeitliche Tiefe und ein großes Gebiet viel zu wenige Fundstellen sind. Wir wählten also den Weg, dass wir die Vorhersagen über das vermutete Verhalten der Jäger und Sammler trafen. Aufgrund der wenigen Fundplätze mussten wir zudem diese in größere Gruppen zusammenfassen, sodass wir ausgehend von ihrem Subsistenzverhalten zwei Gruppen erstellt haben. Die Rentierjäger in tundrenartigen Landschaften und die Elchjäger in oft lichten Waldlandschaften. In unseren Vorhersagen blieben wir zunächst sehr konservativ und meinten, dass die steinzeitlichen Jäger, egal welcher Gruppe, Feuerstein als Ressource brauchten, die Elchjäger stark an offene Gewässer gebunden waren wegen des Elchs, die Rentierjäger aber auch, aber nicht in solchem Maße, während sich Fundplätze der Rentierjäger allgemein eher in Tälern fanden bisher, wahrscheinlich der Migrationsroute der Rentiere folgen, suchten wir die Elchjäger eher auf trockenen Erhebungen nahe der Wasserstellen. Legt man diese Vorhersagen in die Fläche, wie hier geschehen, diesen Abbildungen, und führt sie dann zusammen, erkennt man in diesem letzten Teil Gebiete, an denen am wahrscheinlichsten Fundstellen der einen oder anderen Gruppe zu finden sind. Betrachtet man dazu nun die bis dato bekannten Fundstellen, so zeigt sich, dass das Modell an einigen Stellen die Anwesenheit überschätzt, hier blau, und an anderen Stellen unterschätzt, also eher rot. Doch dabei kann es sich natürlich erstmal auch um eine Verschiebung durch die bisherige Forschungsaktivität handeln. Zudem sehen Sie hier zwei verschiedene Berechnungen, clustered, non-clustered. Hier haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen einen Faktor eingebracht, den wir als räumliches Gedächtnis bezeichnet haben. Fundstellen von Jägern und Sammlern immer wieder, weil das Jäger und Sammler immer wieder die gleichen Fundstellen aufsuchten, sich also zusammenclusterten. Gehen wir dagegen davon aus, dass sie jedes Mal eine neue, unabhängige Entscheidung treffen, wo sie sich niederlassen, sind sie non-clustered. In diesem Fall gäbe es noch sehr viel mehr Gebiete, diese blauen, die wir noch einmal anschauen sollten.
Konzentrierten Stellen der Cluster Distribution, die das Vorkommen überschätzt haben, sind letztlich also die aus dem Modell stammenden wahrscheinlichsten Stellen, an denen wir nochmal uns umschauen sollten. Außer der Suche nach neuen Fundstellen in diesen Gebieten werden wir uns in der kommenden Phase weiter mit den Mustern unserer Transformation beschäftigen. Ein diagonaler Schwerpunkt wird weiterhin die Landschaftsveränderung in Norddeutschland und ihre Auswirkungen auf das Siedlungsverhalten bleiben. Zudem werden wir uns ebenfalls in einer diachronen Perspektive mit den Projektiltechnologien des Spätglazials beschäftigen und der Frage nach interner Variation und dem Einfluss natürlicher Ressourcen stellen. Für die frühen Transformationsphasen werden wir zudem unser Untersuchungsgebiet stärker nach Süden ausdehnen, um die Verbindung zum Magdalena zu schaffen und uns dem älteren Ende der Frage nach dem Spätglazial als Megatransformation zu widmen. Und schließlich wollen wir uns auch zunehmend nach Norden orientieren, was insbesondere die beiden letzten Transformationsphasen betrifft und uns hilft, dem jüngeren Ende der Frage nach der Megatransformation uns zu widmen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen knappen Übersicht über unser Projekt verschaffen. Und sollten Sie weitere Details nachlesen wollen, haben wir hier einige der hier bereits erwähnten Publikationen Sie zusammengestellt. Vielen Dank. Hey, thank you very, vielen Dank. Und du sagtest, du wolltest es kurz machen. Entschuldigung. Zeit gebracht. Aber es bleibt auf jeden Fall Zeit vielleicht für eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Anwesenden mit dem Prinzip des Handhebens in Zoom vertraut sind. Wenn ja, dann gerne die Hand heben für eine Frage. Ansonsten schalten Sie einfach Ihr Audio und Video ein und stellen Sie die Frage. Ich glaube, das ist schneller, als dass ich jetzt anfangen zu erklären, wie das zu finden ist. Wir warten kurz ab. Meine Co-Autorinnen wären auch noch da für Fragen. Falls jemand Detailfragen zu Magdalena hat oder zu Türste, die wären auch beide. Mara macht sich auch gerade sichtbar, wären auch anwesend. Ja, also ich sehe keine Hand, die gehoben wird. Ich sehe niemanden, der sich sonst dazu berufen fühlt, eine Frage zu stellen. Das wäre sonst meistens Sonjas Aufgabe. nun ja, da wir in der Zeit sind, werde ich dann zu den nächsten Vortragenden übergehen. Die sind mit mir hier in einem Raum. Ingo Weser und Dragana Don't worry. Ja. Und es geht um On-Site und Off-Site. Also ich stelle schnell die Präsentation an und übergebe dann an die beiden Vortragenden. Okay, I can say we are going to present, to give our presentation in English. I hope that's okay for you. And in this talk, we want to give an example or present a case study of how we address the question of human and environmental interaction in context of phases of cultural transformation during the Neolithic and the Bronze Age in northern Germany. So we have on one hand the F3 project, which is dealing with archaeobotany, and the F2 project where I'm involved, coming from a paleoenvironmental background, dealing mainly with palynology, so pollen analysis. Starting point hereby are investigations in context of the archaeological site Magdebargen in Schleswig-Holstein. This site, part of which you can see here in the background photo down below, has been excavated by the subproject D3 by Jutta Kneisel and Stephanie Schäfer-Demeida. And the results from Magdebargen, of course, will mainly provide insight into the local development and activities on a rather smaller scale.
But in order to get a more complete picture, it's necessary, of course, to put these in context of larger scale developments as derived from regional and supra-regional studies. The site among the bargain, no, it's not changing here. I need the... Okay. No. Yeah, the site among the bargain lies about 30 kilometers south of Kiel. And among the bargain means literally between the hills. And this is not due to its location in the rather hilly young morainic area, as you can see here. Relates that it's a group of buildings. So each red dot here is one burial mound. And as you can see, among the bargain is one group up there here of burial mounds. At this site, about 20 grave mounds have been excavated with 76 burials investigated. This is our more than half of the mounds have been excavated, and additionally field service test trenches and geophysical prospections have been carried out in the area, and it shows that it's mainly a site, a burial site with grave mounds and also urn field areas indicated here in red. And for the Iron Age, also a larger settlement area has been found, which is marked here in blue. This is a very condensed slide presenting the summary of the archaeological results. And as I mentioned, there's only little archaeological evidence for settlement activity during the Bronze Age and the Neolithic, so it's mainly reflecting burial activity. And on the bottom, you see those curves or graphs, which presents the change of number of dated graves. So it represents the quantitative change. And we do have a maximum in the Younger Bronze Age and one in the Iron Age. Another phase which I want to highlight is kind of a phase during the later half of period one, where there's probably a gap in the burial activity. But as already mentioned or shown here on the slide, it's a period with rather weak dating. Beside those quantitative changes in the record, there's also evidence for a qualitative change at around 1300 BC, when we do have a change in the treatment of the death, so basically a change from inhumation to cremation, which is later on followed by also a change in grave construction. And this indicates one main period or phase of cultural transformation. But now I would like to come to the paleo-environmental reconstructions we did. And luckily, we found in close vicinity of this site, so around 300 meters north of the site, we were lucky to find a depression with peat deposits. And this allowed us a detailed paleontological and sedimentological analysis on a peat core. And as it is a rather small bog, most of the pollen comes from the surrounding, from the local catchment, and it gives us a very local signal of the land use activities. Here on these slides, I'm presenting a selection of curves of the investigated profile. It's plotted against the time scale here on the left-hand side. You see it's spanning the period from roughly mid-Neolithic to the Iron Age. And let me briefly explain you some of the individual curves or what they can tell us. So at the beginning, we have birch and hazel as light demanding species, indicating somehow the degree of maybe openness of the woodland structure. We do have non-arboreal pollen representing open vegetation. And here in green, you see the classical kind of anthropogenic indicator, ripewood plantain or Plantago lanceolata. But we do have also evidence for cereal cultivation or processing in the catchment coming from cereal type pollen here in yellow. Beside that, we can get an idea of the local grazing activity by coprophilus fungal spores. You already heard them. They were mentioned in the last talk already. Then charcoal, as in the previous talk, can give us some indications of fire activity in the catchment. And last but not least, the mineralogenic content, for example, silt particles on our pollen slides, can give us an idea about soil erosion processes. So, and if you look now at the diagram,
at the period which is covered by the archaeological record, we can identify three main land use phases characterized by high values for these non-arboreal pollen and the anthropogenic indicators. This is one phase between 2200 and 1700, so the late Neolithic and the first half of the older Bronze Age. We do have a second period between 1200 and 500 BC, so roughly the younger, covering the younger Bronze Age. And last but not least, the highest activity during the Iron Age. The minimum of human activity in this time period is registered during the second half of the older Bronze Age, when, for example, the curve of cereotype pollen is also shortly interrupted. And as you probably have noticed already, these changes, or quantitative changes, are well in agreement with the local archaeological data. But these local changes are also reflected in population dynamics on a much larger spatial scale. And this one I want to show with this slide, which presents the results of a study which was more focusing on the super-regional changes in human impact. We hereby did a multi-proxy approach where we compared different proxies for human activity, independent proxies, I should say, based on pollen, so the upper black curve, soil erosion record is the curve in the middle, and a sum of archaeological radiocarbon dates at the bottom. And similar to the local developments at Magdeburg, we do have an increase here of human activity with the beginning of the late Neolithic. And then in the older Bronze Age, we do have a very prominent minimum around 1500 BC, and this is followed by an increase of human activity during the Younger Bronze Age. Okay, but we don't have only evidence for quantitative changes, so up and downs in the proxies, but we do have also evidence for a really qualitative change around 1200, as indicated here by the red line. Before 1200 BC, human impact, as reflected by high non-arboreal pollen and anthropogenic indicators, is generally associated with higher values for corallus, so hazel, and pteridium, which is bracken, which is a fern, which usually is seen as an indicator of woodland disturbance and also fire disturbance. And as you can see more on the right-hand side, charcoal particles, so fire played a role. And this is interpreted to reflect the usage of woodland as pasture land, and probably including the use of fire for burning the undergrowth and improving the grazing quality. But after 1200 BC, this type of kind of woodland disturbance seems not to be any longer connected with increased human activity, but proxies which are now positively related with human impact include, for example, the number of silt particles, or the mineralogenic content, and also caluna. Caluna is heather. And this suggests, on one hand, that increased soil erosion and therefore probably land use intensity as well, and on the other hand, increased soil depletion were now important, because caluna is kind of reflecting the spread of heathland on poor soils. So we do have evidence that there's a really a qualitative change in land use around 1200, and what might have been involved, or what activities really changed. So on one hand, I think that is really a change in woodland exploitation, and probably this involved a change in how woodlands were used for pasture. So maybe there was a shift more to the grassland pasture during this time, but also it could have involved a change in the timber demand, or how the woodlands were used for timber. The evidence for increased soil erosion or land use intensity probably, or could on one hand, reflect changes in the burial activity in the area or the construction of graves, or it could be related to agropastoral activities. And increasing soil depletion, one possible explanation would be that it's reflecting an intensification of agricultural activity. But to get a more complete picture and to really maybe get a better understanding what really was going on, it's good to have a look what the archaeobotany can tell us. I think there's a slide just summing up a bit, but I would say I'd hand over to Dragana. Thank you.
So because agriculture was mentioned several times in the previous slides, it makes sense to include archaeobotanical analysis, which we were hoping would shed some light on the agricultural activity as one of the factors causing changes in the landscape that were observed in the pollen and sedimentary record. So in order to reconstruct this aspect of land use at Magde Bargen, we conducted sampling at a number of sites within the macro region of Magde Bargen, and different archaeological samples were, contexts were sampled. You can see some of the examples here from different sites. So the sampled contexts include burials, pits, cooking pits, hearths, ovens, but also cultural layers. Despite taking a large number of samples, we mentioned 100 and over 150 in the abstract, only two of these sites yielded significant amounts of plant remains or non-wood plant remains. And these remains principally include emmer and spelt wheat grains. These two sites, so LA 18 and LA 58, that yielded large amounts of plant remains, were analyzed by Almuth Alsleben, and they're being prepared for publication, I think. So all other sites contained little in the way of plant remains, but we still managed to reconstruct at least the spectrum of crops that were cultivated and used and or used at Magde Bargen through time. Many of these crops are characteristic of the Bronze Age in northern Germany in general. And you can see emmer, barley, spelt, free threshing wheat, and then also some legumes like witzia or vetch, and also a crop that we will say a bit more about later. This is broomcorn millet or common millet. Crop remains were found in both burial and non-burial contexts, which is interesting for us because this situation may indicate that there was a lot of mixing between different locations within these sites. And this may be due to digging or boring of soil to cover the graves. So we can't really pinpoint the exact locations where these plant remains were produced and initially preserved because they were obviously moved around. And so we find, for example, evidence of crop processing both in burial fields, which is not what we would expect, but then also we find this type of evidence in settlement pits, which is the Iron Age settlement that Ingo mentioned. So there was obviously movement of soil around, so we can't really, if we don't really date all the remains, we don't really know when exactly or their exact age. In addition to crops, we also found a range of wild plants at these sites. Some of them represent edible plant parts, so we can conclude that wild plants were also in use, such as blackberry, acorn possibly, also some large grass seeds. Although we do find a lot of what we call soft parts of plants, so stems, cambases, rhizomes, underground plant parts of grasses and sedges, and I show here the remains that are under which you see a Latin name, that's so-called false oat grass or gewöhnliche Glatthafer in German. This plant was most likely used as kindling, so to start the fire, because it's a perennial plant and grows in this area quite frequently, so it may have been in use not for food, but for other purposes. So, as mentioned, the crop assemblage from these sites reflects very well the repertoire of crop species found at Bronze Age sites in northern Germany in general, but also beyond. And this spectrum is very similar to what we find in Neolithic sites in this region. So this shows to us that there was a continuity in the use of crops and that the staple crops were emmer, spelt, and barley throughout these periods, whereas species like einkorn, free threshing wheat, and oat were of minor importance based on their smaller presence in the archaeological layers. And they may have even been just accidental inclusions within major crops and not really cultivated on their own. Although it's not really directly relevant to this talk, but I think it's interesting to point out that two of the main crops, emmer and spelt, were most likely grown in combination, so as a Maslin crop. And this is a conclusion based on their remains regularly found together in archaeological layers. So this type of strategy perhaps served as a mechanism ensuring a successful harvest
because unlike Emma, spelt can survive on in poor soil, so it doesn't need as good conditions as Emma for its growth. And so when the two wheat species are grown together, at least one of them will succeed and secure the harvest. The finds of spelt from among the bargain sites derive from the 14th century, but there are earlier finds of spelt in northern Germany, and they come from the end of the second millennium BC, so from the late Neolithic, and that's exactly what is showing us the continuity in cultivating this particular crop. But besides the continued importance of the Neolithic crops, the Bronze Age in northern Germany can also be described as a period when some new crops come into use, and some of them, or most of them, were not really known in the Neolithic. And this we know based on the doctoral work by Henrike Effenberger, who collected a lot of data from northern Germany and Denmark and southern Scandinavia. So we know that several new legume and oil crops were cultivated from the Younger Bronze Age onwards, but not before. So it is reasonable to expect, or we think, that the broadening of the crop spectrum would have required changes in the agricultural production, and that these changes, modifications in the way food was produced, may have left an imprint on the landscape surrounding the sites. And we think we see that in the Magdeburgen area. So even though the archaeobotanical data set at Magdeburgen is very small, we can try to identify these changes at the local level, but we think it's more useful to look at the regional or supra-regional scale where we have more data and higher resolution data. A particular focus for this talk is the finds of a crop that has a northeastern Chinese origin, and this is broomcorn millet. And you can possibly read this, but I can also summarize this for you, that only a couple of grains of broomcorn millet were discovered in Magdeburgen. But there are a number of other contemporary sites in northern Germany where large pure deposits of it were found, such as Ruhlsdorf and Badego, and these deposits were dated. But not only these, we had a large millet dating program within the SFB project, and we dated more than 40 sites in northern Germany, the finds of broomcorn millet, and we realized that it is only at around 1200 that this crop arrives to northern Germany, whereas in the period, so 200 or 300 years before that, it spread through Central Europe. And as I said, it has eastern origin, so one can follow the intercontinental exchange of crops based on this particular species. So it is possible that at the time when we see marked changes in landscape around Magdeburgen, this is actually a result of the start of millet cultivation. He will summarize some of the possible consequences of the introduction of millet, and I can just read them out to you, that because millet is a summer crop, so it takes only 3 months from sowing to harvest, it can be so it can follow up after the cultivation of winter crops, for example, which would require a reorganization of the annual agricultural cycle, so some of the activities would have to be moved from one part of the year to another. More intensive use of land, well, which is also seen in the pollen and sedimentary record, would be a result of more intensive use of the same plot of land, so for different crops, but throughout the year. If fallow years were practiced, so if there were years when no sowing was done on a particular plot, then maybe these plots were used for animal grazing. And this is maybe what we see as more use of grassland pasture in the pollen record. Also, maybe from this, we see the greater proportions of fungal spores in the pollen archives. We also think that close integration of crop and animal husbandry in this way may have removed the need for excessive burning of woodland to secure animal grazing areas. And this would then save the wood basically for cremation fires, which we know that from the 1200 BC are the predominant burial ritual. And this is possibly visible as lower amounts of wood charcoal in the
post 1200 BC pollen archives from these sites. And then maybe a bold hypothesis that food surplus production may have led to demographic growth in this region that is possibly visible in the greater number of graves at Mount De Bargen, and that it was actually millet as a very fast growing and very handy crop that could have supported a larger population at these sites, but also at other sites where we find millet. So it is the physiology and growing habits of millet that are different from the late Neolithic and Bronze Age crops in northern Germany that has opened up many new possibilities for agricultural production, and that we can track in the environmental record. So based on an integration of different archaeological data sets, we have drawn up some conclusions that I can also read out to you. Okay, so thanks to the previous and more recent excavations at Mount De Bargen, we have discovered many archaeological features, mostly burials, but also some other types of non-burial features from the Bronze Age and Iron Age. And thanks to this, we have a long-term perspective into the local cultural dynamics in this region. On-site and near-site paleoenvironmental investigations provided a picture of the history of local and regional environment at the time of occupation. And as Ingo has illustrated, these results point at phases of increase and decrease in intensity with which the landscape around the site was used for various purposes. And the major qualitative change that is seen at the turn of 13th or 12th century BC is when we think some new or all but modified land use strategies have been introduced, especially in the agricultural land use. This is where archaeobotanical analysis was useful because it identified the number of crops and the range of crops that are typical of Bronze Age agriculture in northern Germany in general. And combined with the archaeobotanical information for a bigger region or for a sub-region, so-called, we were able to conclude that it's millet cultivation that started here around 1200 BC that brought changes in the environment, resulting from the change in the way food was produced at Mount De Bargen. And bringing this all together, these coinciding trends in the paleoenvironmental, archaeobotanical, and archaeological data suggest a correlation between the reconstructed qualitative and quantitative changes in land use and cultural practices. And together, these changes can be, we understand them as, so at that scale and that scope, that they can be called socio-environmental transformation at the local and regional scales. Thank you.